Servus miteinander aus Freiburg. Ich bin Peter Heidelbach von Aware Group und werde jetzt in aller Kürze den Map-Converter vorstellen. Hierbei geht es um den Austausch zwischen ArcMap und QGIS. Also zu den Basisfakten. Der Map-Converter ist eine Toolbox für ArcMap, die auf Python basiert und es ermöglicht, ein ganzes ArcMap-Projekt zu exportieren als XML, damit man es auch in QGIS nutzen kann. Außerdem ist es möglich, ein QGIS-Projekt zu importieren und das in ArcMap zu nutzen. Dieses Feature ist noch in der Testphase. Das Ganze ist verfügbar auf GitHub. Da kann man sich das Repo einfach klonen und noch eine kleine Python-Bibliothek zusätzlich herunterladen und das ausprobieren. Wem das zu kompliziert ist, kann uns auch einfach anschreiben und bekommt dann eine Setup-Datei, die diese verschiedenen Schritte automatisiert ausführt. Ja, die Möglichkeiten des Map-Converters im Einzelnen. Exportiert werden kann eine Vielzahl von Renderern und Styles. Da gibt es die vollständige Liste auch im GitHub-Repo. Und unterstützt werden verschiedene Rasterdaten, Vektordaten und wie die dargestellt sind. Ich habe dazu gleich noch ein kleines Beispiel. Layout kann exportiert werden, genauso wie Dataframes. Die werden in QGIS mit Sichtbarkeitsebenen umgesetzt. Und auch Style-Dateien aus ArcMap, die exportiert werden können. Hier ist ein kleiner Vergleich von ArcMap und QGIS. Das können Sie sich ausdrucken und dann die 10 Fehler suchen, die es gibt. Man kann sehen, dass hier der Unique Value Renderer benutzt wurde und die verschiedenen Kontinente verschiedene Farben haben. Nordamerika wurde in dem Beispiel per Query aussortiert, das ist gar nicht eingefärbt. Und was man, glaube ich, auch erkennen kann, ist, die Städte haben diese gelben Punkte, die sind verschieden groß, je nachdem, wie viele Einwohner sie haben. Und in Europa gibt es auch nochmal eine Vielzahl von anderen Renderern, also Punktfüllflächen und Linienfüllflächen. Ja, man sieht, es ist schon eine breite Unterstützung für verschiedene Renderer möglich. Kommen wir dann zum Layout. Das ist ein importiertes Layout von ArcMap nach QGIS, geöffnet in QGIS. Hier kann man auch sehen, es gibt verschiedene Kartenelemente, also zwei dazugehörig, die Scalebars und auch eine Legende. Und außerdem verschiedene Textelemente, ein Bildelement da unten das QGIS und auch ein Polygon, was da in der Mitte recht wild liegt. Auch ein Nordpfeil. Der Nordpfeil wird standardisiert von QGIS eingefügt. Da muss man dann halt schauen, welcher den eigenen Wünschen am meisten entspricht. Dann das Letzte, was ich gerade noch zeige, ist die Stilverwaltung. Dem geübten Auge fällt wahrscheinlich schon auf, dass das ArcMap-Styles sind, die hier in QGIS zu benutzen sind. Und demjenigen, der lesen kann, auch. Da steht ja Esri Business, Esri Default Marker. Das sind die verschiedenen Style-Bibliotheken, die schon in QGIS importiert wurden. Ja, dann zu dem anderen Feature, quasi the other way around, dass man ein QGIS-Projekt importieren kann. Auch da sind schon verschiedene Renderer und Styles nutzbar und auch ein Layout lässt sich einfügen. Das ist jetzt aufgrund der Zeit nicht in schönen Bildern. Aber ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie das neugierig gemacht hat, da gab es auf dem Foskis Update schon einen Vortrag zu, der das ausführlicher beschreibt. Ja, also der Map-Converter ist, wie Sie wahrscheinlich jetzt gesehen haben, entweder für den direkten Austausch, wenn man darauf angewiesen ist, ArcMap und QGIS zu benutzen und seine Projektdaten austauschen zu wollen, oder auch ein Hilfsmittel zur Migration, wenn man von ArcMap prinzipiell wechseln möchte zu QGIS. Ja, probieren Sie es einfach aus oder schreiben Sie uns an. Mir bleibt es, mich zu bedanken fürs Zuhören und Ihnen für den nächsten Vortrag viel Spaß zu wünschen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.